Wir sind die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Gestern Mittag ist die Installation Weiße Kreuze, die den Toten an der Mauer gedenkt, aus dem Regierungsviertel in Berlin geflüchtet. Die Mauertoten sind jetzt in Sicherheit vor den offiziellen Gedenkfeiern am 9. November. Die Mauertoten sind an den Außengrenzen der Europäischen Union. In einem Akt der spontanen Solidarität sind die Kreuze zu den Menschen geflüchtet, die auf dem Weg nach Europa dehydrieren, kentern und ertrinken. Sie sind jetzt in den Armen ihrer zukünftigen Schwestern und Brüder. Flüchtlingen, die als nächstes an den europäischen Außenmauern sterben werden. Heute ist der 3. November 2014. In 6 Tagen wird dem Fall der Mauer gedacht. Ein großer Tag. An dieser Mauer gingen 1200 Menschen zugrunde. Doch ihr Tod hatte einen Sinn. An dieser Grenze gehen Zehntausende Menschen zugrunde. Jedes Jahr. Das Unrecht befindet sich gerade erst im Aufbau. Das ist das Erste, was Menschen in ihrer größten Not von Europa zu sehen bekommen. Und das ist erst der Anfang. Wir leben am Vorabend der militärischen Abriegelung Europas. 25 Jahre nach dem Mauerfall werden Europas Grenzen wieder dicht gemacht. Diese Mauern zwingen Hunderttausende auf das offene Meer. Sind das die Grenzen eines selbstbewussten und hilfsbereiten Kontinents? So kam vor 25 Jahren der Mauerfall ins Rollen. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Bolzenschneider und viele Menschen.